Hallo und herzlich willkommen bei der Küchenhexe. Schaut mal, was wir da heute Köstliches gemacht haben. Eine Lasagne à la Anna, muss ich fast sagen, weil die habe ich ein bisschen abgeändert, und zwar keine Bechamelsoße, sondern so ein bisschen Mascarpone und Creme fraiche haben wir da gemacht. Und was ihr dazu alles braucht, das seht ihr jetzt auf der Zutatenliste. Und starten wir mal gleich mit unserer Fleischsoße oder Sugo oder Bolognese, wie man auch sagt. Dazu habe ich mir schon einen Topf aufgestellt, ein bisschen Öl hineingeben. Die Zutaten, wie ihr auf der Zutatenliste schon gesehen habt, habe ich mir da schon vorbereitet. Zwiebel, Karotten, und ich mag ganz gerne einen Lauch hinein. Lauch hat irgendwie eine besondere Würze, ich mag das einfach gerne. Das geben wir mal in den Topf. Und das Ganze werden wir dann noch mal kurz anbraten. So eine Lasagne kann man auf so viele Arten machen. Und das Besondere an unserer Lasagne heute ist eben, dass wir keine Bechamelsoße machen, sondern wir verrühren uns einfach ein bisschen Creme fraiche und ein bisschen Mascarpone. Das würzt man stark, und da geben wir einen Parmesan hinein. Das machen wir eben ein bisschen anders heute. Wenn wir dann schon ein paar Röstaromen haben, dann geben wir unser Fleisch dazu. In meinem Falle nur rinderfaschiertes, Rinderhack. Man kann natürlich auch gemischtes, faschiertes nehmen. Und das werden wir jetzt einmal fest anbraten. Und das ist alles Geschmack, das Fleisch anrösten, Zwiebeln anrösten. Das ist halt einfach Geschmack. Das dauert immer ein bisschen, aber das Faschierte ist meist so große Klumpen, wenn man das so anröstet. Und da gibt es so einen kleinen Trick, wenn es dann ein bisschen mehr angeröstet ist, einfach mit dem Schneebesen so zerstampfen, dann hat man das in wunderschöne kleine Teilchen und überhaupt keine großen Brocken drinnen. Unser Faschiertes ist jetzt gleich angeröstet, und wie ich schon gesagt habe, mit dem Schneebesen einfach diese Klumperl zerdrücken, dann hat man dann eine wunderschöne gleichmäßige Soße. So, hoppala. Das Ganze würzen wir natürlich, und zuerst geben wir ein bisschen Tomatenmark dazu. Das rühren wir zuerst ein bisschen ein, dass das leicht karamellisiert. Das ist auch wieder Geschmack. Und jetzt werden wir es gleich würzen. Mit Salz. Ordentlich würzen. Das braucht richtig viel Geschmack, weil durch die Nudelblätter und durch den Creme fraiche dazwischen nimmt es wieder ein bisschen Geschmack weg. Und deshalb machen wir schon ein bisschen Pep eingeben. Wir geben ein bisschen Chili hinein. Wir essen ganz gern ein bisschen schärfer. Dann Paprikapulver, Thymian, Oregano, Knoblauch natürlich. So, ich glaube, das haben wir mal alles durch. Einmal gut durchrühren. Das sieht man schon, und leider kann es nur ich riechen. Das Tomatenmark ist auch schon wunderbar karamellisiert da am Boden. Ganz toll. Nur aufpassen, dass es halt nicht anbrennt. Aber so ganz leicht Röstaromen, so wie man da sieht, das darf das schon haben. So, und jetzt gießen wir das Ganze einfach mit Wasser auf. Wasser, oder wer Suppe hat, wäre es natürlich noch besser.
So, da geben wir jetzt den Deckel drauf und das Ganze lassen wir einfach mal eine halbe Stunde so leicht dahin köcheln. Und in der Zwischenzeit werden wir uns unseren Sauerrahm Mascarpone mit dem Mixer ein bisschen anrühren. Geht es nämlich ein bisschen besser. Salz, Pfeffer dazu. Und nicht vergessen, das Baccarat werden wir uns auch schon vorheizen, schön langsam. Das werden wir auf 180 Grad, Ober-Unterhitze, schalten wir uns das einmal ein. Das Sugo, die Fleischsoße, hat jetzt eine gute halbe Stunde da geköchelt. Jetzt habe ich noch ein bisschen Petersilie dazugegeben. Und jetzt werden wir das Ganze in eine Auflaufform oder eben in so ein Reindl hineinschichten. Die Mascarpone Creme Fraiche Creme, die habe ich mir in einen Spritzbeutel abgefüllt. Man tut sich einfach ein bisschen leichter mit dem Handling. Und beginnen werden wir natürlich mit einer Schicht da unten auf dem Boden. So, und da geben wir mal zuerst die Lasagneblätter drauf. Das sind ja schon diese vorgekochten und wieder getrockneten, die braucht man nicht kochen. Die erste Schicht Lasagneblätter hätten wir und da werden wir unsere Fleischsoße mal da drauf geben. Die habe ich auch nichts abgebunden mit Mehl, gar nichts. Weil wenn man das so macht, dann ist das dann recht saftig und das ist bei einer Lasagne eigentlich schon ganz toll, wenn das ordentlich saftig ist, finde ich. So. Und jetzt, deshalb der Spritzbeutel, geht es eben leichter, wenn man das da so mit dem Spritzbeutel drauf gibt. Dann ein bisschen Parmesan. Ein bisschen oder ein bisschen viel, das ist ganz nach Eigengeschmack, wenn man es halt gern hat. Und dann geben wir wieder die Blätter drauf. So. Und übrigens, was ich noch sagen wollte, man könnte diese Lasagneart mit der Mascarpone-Creme und mit diesem Sugo also glutenfrei machen, indem man einfach diese Blätter weglässt und Kartoffeln dazwischen hineinschichtet. Einfach rohe Kartoffelscheiben hineinschichten. Das geht wunderbar, das funktioniert ganz toll. Also ich werde da jetzt noch ein, zwei Schichten drauf machen und dann geht es schon ab ins Rohr. Abschließen werden wir das Ganze natürlich mit der Mascarpone-Creme und Parmesan. Unser Baccarat haben wir ja eh vorgeheizt. So. Einfach so aufteilen, die ganze Masse, dass man auskommt mit dem Mascarpone. So, ich tue ganz gerne ein bisschen was hineinstückeln noch. Die lassen sich ja wunderbar zurechtbrechen. So, und da gebe ich jetzt zum Abschluss noch einmal Mascarpone drauf. Schauen wir, dass wir das ein bisschen verstreichen da drauf. Hoppala, jetzt habe ich den Löffel genommen vom Sugo, aber ist ja nicht so schlimm. Und da geben wir jetzt nochmal ordentlich Parmesan drauf. Das Baccarat haben wir uns ja schon vorgeheizt auf 180 Grad. Und jetzt geben wir es mal für, ja, ich denke mal 40 Minuten in die Mitte des Rohrs. So, und bevor ich es jetzt hineingebe ins Rohr, wünsche ich Ihnen gutes Gelingen beim Nachmachen. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.